Hamburg im Aufbruch. Aus Kriegstrümmern zum Wirtschaftswunder. Wachsender Wohlstand und selbstbewusste Jugend. Mit Rock'n'Roll und Petticoat geht es in eine neue Zeit. Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg blicken die Menschen mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft. Der Wiederaufbau der Stadt läuft auf Hochtouren. Allein 1950 beziehen die Hamburger 27.000 neue Wohnungen. Neben der Bauindustrie kommen auch andere Wirtschaftszweige wieder in Fahrt. Im Hafen entstehen moderne Schuppen- und Kaianlagen. Hamburgs Tor zur Welt erhält sein neues Gesicht. Die Zeiten der Not scheinen endgültig vorbei. Die Schaufensterauslagen locken mit lang entbehrtem Luxus. Hamburgs 50er Jahre. Schlagzeilen und Geschichten aus der Hansestadt. 1950. Für Max Brauer beginnt die zweite Amtszeit als Regierungschef der Hansestadt. Im April sind die ersten beiden Grindelhochhäuser fertiggestellt und können bezogen werden. Deutschlands erste Hochhaussiedlung. Am 1. Mai werden die Lebensmittelkarten abgeschafft. Die Hamburger können endlich wieder alles freikaufen. Das Ende der Rationierung. Auf Hamburgs Fleten und Kanälen gehören Kohlenschleppzüge zum Alltag. Abseits vom großen Strom. Der Tag auf einer Schute. Morgens in aller Frühe geht das los bei uns im Oberhafen. Die großen Kampnagelkräne bei Heidmann beladen unsere Schuten mit billiger Importkohle aus England. Was beim Beladen über Bord geht, holen sich bei Ebbe die Kohlefischer mit ihren Netzen vom Grund der Elbe wieder. Seit dem Krieg ist Kohle für uns schwarzes Gold. Dann heißt das Leinen los. Unsere Schuten werden vom Schlepper auf den Haken genommen, Richtung Barmbek. In Barmbek ist das Gaswerk, wo sie aus Kohle Gas machen. Unser Schlepper Eugen Karl fährt für Hugo Stinnes. An Bord sind 3 Mann Besatzung. Der Käpt'n, der Heizer und ein Schiffsjunge. Schon bald passieren wir den Zollkanal. Abseits vom großen Strom buxieren wir vorsichtig unseren Schleppzug unter Brücken und durch Schleusen auf Hamburgs Wasserstraßen nach Barmbek. Die historischen Häuser an der Deichstraße sind ganz schön runtergekommen. Na, zum Glück stehen sie noch. Viele Flete und Kanäle, wie das Katharinenstraßenflet, sind mit Schutt und Kriegstrümmern jetzt zugeschüttet worden. Hinter der Rathausschleuse ist für uns Schuppenführer die härteste Plackerei geschafft. Auf der Binnenalster nimmt uns die Galant auf den Haken. Denn hier auf der Alster haben Lütjens und Reimers das Schleppmonopol. Mit nur 3 Schuppen im Schlepp, das ist schon beinahe eine Spazierfahrt. Nur bei den engen Brücken, da wird's schon mal ein bisschen haarig. Und abends sind wir denn mit unserer Ladung endlich am Ziel unserer Reise. Das Gaswerk in Barmbek. 24 Schuppen, rund 550 Tonnen, werden hier täglich gelöscht, um Stadtgas für viele Hamburger Haushalte zu erzeugen. Aus unserer Kohle. 1951. Hamburg feiert die Freigabe des Handelsschiffbaus. Die Beschränkungen der Alliierten fallen weg. Jetzt dürfen die Werften wieder Schiffe jeder Größe bauen. Im Juni nimmt der zentrale Omnibusbahnhof, kurz ZOB, direkt neben dem Hauptbahnhof seinen Betrieb auf. Ein großer Fortschritt für viele Fernreisende. Der Schauspieler und Regisseur Friedrich Schütte eröffnet im Herbst das Junge Theater, das spätere Ernst-Deutsch-Theater. Zurückbleiben! Nicht mehr einsteigen! Fertig!
Hamburgs Straßenbahn, ein unverzichtbares Verkehrsmittel. Noch prägt sie das Straßenbild. Erst in den 70ern muss sie dem Auto endgültig weichen. Schaffnerin ist ein verbreiteter Frauenberuf. Ihr Alltag, Fahrkartenkontrolle und Fahrscheinverkauf. Und das geht nun so den ganzen Tag. Von morgens früh bis mittags oder von Mittag bis in die späte Nacht. Tag für Tag. 8 Stunden und mehr. Kassieren, Fahrschein ausgeben, Karten prüfen, Fragen beantworten und so fort. Dabei kann man schon so manches erleben. Die Fahrgäste schimpfen auf uns. Und wir? Am liebsten würde man uns überhaupt nicht mitnehmen. Leicht wird es uns jedenfalls nicht gemacht. Mensch, trennen Sie mich nicht da auf die Füße. Na, ich kann doch stehen, wo ich will. Auf, passen Sie doch auf. Verzeihung. Nicht aufspringen. So was kann schief gehen, junger Mann. Na und? Was gehen Sie meine Knochen an? Und da soll man sich nicht ärgern? Auch nicht über den zerstreuten Fahrgast. Und nicht über die 54 Markscheine, die wir wechseln sollen. Oder über Struppi als blinden Passagier. Meine Herren, der geht doch nun beim besten Willen nicht mit. Wir müssen eben versuchen, in allen Lagen immer den richtigen Ton zu finden. Käthe kann das prima. Sie war schon im Ersten Weltkrieg Schaffnerin und steht mit den Hafenarbeitern auf Du und Du. Die ganze Bahn ist eine Familie. Sie ist bei ihrem Publikum genauso beliebt wie Fritz, der sich in anderer Art auf seine Fahrgäste eingestellt hat. Bitte, Herr Schaffner. Wie komme ich zum Mümmelmannsberg? Sie fahren mit mir bis Rathausmarkt, nehmen dort die 16 bis Billstedt und steigen dann um in den Bus bis Kirchsteinweg. Ja, danke schön. Jedenfalls gehört schon viel Erfahrung und Menschenkenntnis dazu, den Wünschen unserer Fahrgäste immer gerecht zu werden. Fräulein Schubert, sagen Sie mir mal in netter und präziser Form, wo ist der Mühlmannsberg? Aber meine Herrschaften, wir müssen das wissen. Und noch mehr. Was glauben Sie, was die Fahrgäste Sie alles fragen werden? Wir müssen schon allerlei lernen, ehe wir richtige Schaffner sind. Die männlichen Kollegen machten sich oft genug lustig über uns. Und darum lernten wir doppelt eifrig. 14 Tage lang. Linienkunde, Fahrscheinkunde, Signalordnung, Straßennamen, Fahrtberichte und dann die leidige Abrechnung. Wenn die nicht stimmt, müssen wir aus eigener Tasche zulegen. Jeder von uns erhält einen einmaligen Fahrscheinbestand im Werte von 210 Mark. Für das Geld, das wir am Tage eingenommen haben, müssen wir nach Dienstschluss bei unserer Kasse wieder Fahrscheine einkaufen. Da kann man noch so aufpassen. Manchmal fehlt doch etwas. Und bei unserem Lohn merkt man das schon. Aber trotz aller kleinen und großen Schwierigkeiten lieben auch wir unseren Beruf. 1952. Im Juni gibt sich Hamburg eine Verfassung. Nach der Nazizeit lautet der offizielle Name jetzt wieder Freie und Hansestadt Hamburg. Am Schulauer Fährhaus eröffnet der Gastwirt Otto Friedrich Behnke die Schiffsbegrüßungsanlage. Später erhält sie den Namen Willkommen Höft. Die St. Michaeliskirche, im Krieg schwer beschädigtes Wahrzeichen der Stadt, wird im Oktober feierlich wieder eingeweiht. Weihnachten 1952 startet das deutsche Fernsehen in Hamburg sein tägliches Programm. Wir beginnen. Wir, meine verehrten Zuschauer, das ist die Fernsehabteilung des Nordwestdeutschen Rundfunks mit allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben uns seit Monaten darauf vorbereitet, Sie ab heute mit einem täglichen Fernsehprogramm zu erfreuen. Anfangs stehen nur knapp 1000 Empfangsgeräte in deutschen Wohnstuben.
Die noch junge hört zu, berichtet in ihrer Weihnachtsausgabe euphorisch über den Fernsehstart und fordert ihre Leser auf, sich nur recht bald einen eigenen Zauberspiegel, ein Fernsehgerät, ins Haus zu holen. Das neue Zeitalter beginnt stilgerecht mit dem Fernsehspiel Stille Nacht, Heilige Nacht. Fotos erinnern an die Anfänge. Gesendet wird in diesen ersten Jahren aus dem Hochbunker auf dem Heiligen Geistfeld. Mit Studioinventar und Kameras aus der Vorkriegszeit produziert die Fernsehmannschaft hier live die ersten abendfüllenden Sendungen. Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen. Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Anfangs werden die 1500 Mark teuren Geräte in Gaststätten für öffentliche Programmvorführungen aufgestellt. Und die Menschen kommen, verfolgen gespannt die Berichte aus aller Welt. So die Krönung von Königin Elisabeth. Das Publikum begreift, als Fernsehzuschauer ist man optisch und akustisch dabei, wenn irgendwo in der Welt etwas passiert. Im neuen Operettenhaus an der Reeperbahn hebt sich im Februar zum ersten Mal der Vorhang. Bürgermeister Brauer und Bundespräsident Heuss weihen Ende April die neue Lombardsbrücke ein, die spätere Kennedy-Brücke. Am Deutschen Turnfest nehmen Anfang August 250.000 Menschen teil. Die Bürgerschaftswahl im November führt zum Regierungswechsel. Die SPD verliert die Mehrheit. Neuer erster Bürgermeister wird der CDU-Mann Kurt Siebeking. Die Hansestadt bekommt in diesem Jahr eine neue Jugendherberge. Sommerzeit in Hamburg. Die Jugend reist per Autostopp. Gäste aus vielen europäischen Ländern machen hier Station. Die alte Jugendherberge am Laufgraben war zu klein geworden, um allen jugendlichen Reisenden, die Hamburgs Sehenswürdigkeiten bestaunen wollen, Quartier zu bieten. Der Senat entschied, eine neue Jugendherberge sollte auf den Grundmauern der im Krieg zerstörten Seewarte auf dem Stimpfang entstehen. Jugendsenatorin Paula Karpinski legte den Grundstein für eine der beliebtesten Jugendherbergen Norddeutschlands. Mit dieser spektakulären Aussicht residieren jetzt Touristen mit kleinem Geldbeutel. Am Stimpfang herrscht Hochbetrieb. Der Ansturm der Gäste kann nur schwer bewältigt werden. Fast täglich ist die Herberge ausgebucht. Wer eines der 350 Betten ergattert, kann sich glücklich schätzen. 60 Pfennige pro Bett und Nacht für Elbblick mit Frühstück. Hamburgs Herberge am Stimpfang ist der Treffpunkt der Jugend aus aller Welt.